Michael, bist du da? Ja, hallo Markus, schönen Oh, guten Morgen das allerseits. haben wir abgesprochen. Ja? Ja, Schön, dass du zu uns wie gekommen bist geplant. heute Morgen. Gerne. Du hast das Thema Managed Service Provider, the Next Generation. Das heißt also, du guckst mal so ein bisschen, wo geht's hin? Ne? Ich würde mal dir einfach die Präsentationsrecht geben. Dann kannst du vielleicht auch ein paar Worte zu, oder sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du eigentlich und warum glaubst du, hier was erzählen zu dürfen? Ja, genau, gerne. Ja, danke dir, Markus. Ja, Michael Hein, Principal Consultant bei der Serview. Bin jetzt seit 12 Jahren im Unternehmen und bin ja insbesondere im Bereich Projektprogrammmanagement tätig unterwegs. Das heißt, ja, hauptsächlich damit zugange, Projekte, Programme zu planen, zu steuern, auch entsprechend die Inhalte vorzubereiten, zu liefern und ja, auch zu schauen, dass die Kunden möglichst viel Nutzen von den Ergebnissen ziehen können, dass das Beste möglichst reibungslos funktioniert mit ihren Abläufen, mit ihrem Business. Genau. Und komme ursprünglich auch aus der Linie sozusagen klassisch, insbesondere im Bankenumfeld, war dort auch im Bereich Programm- und Servicemanagement für 15 Jahre unterwegs. Jawohl, genau. Also bist du da mit Und dem in dem einen oder anderen? Zusammenhang auch mit diversen Providern bzw. MSPs auch integriert, gesourced, zusammengearbeitet und das Ganze dann auch mit begleitet und gesteuert. Ja. Würde ich gerade sagen, du bist dem einen oder anderen MSP über den Weg gelaufen in deiner Karriere. Ja. Durchaus, genau. Ja. Genau. Lieber, ich würde dir Ja. einfach mal die Präsentationsrechte geben. Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal, dass wir deinen Bildschirm sehen. Jawohl, Sekunde. So, dann drücke ich hier mal auf den Knopf, dass man das hoffentlich auch im Ja, super, sieht gut Vollbildmodus aus. erkennen kann. Dann ist das jetzt deine Bühne, Michael. Viel Spaß. Ich bin Hm? super gespannt drauf, was du uns zu erzählen hast. Und ich Hm? komme dann im Anschluss mit Fragen zurück. Alles Bis klar. dann. Ja, vielen Ciao. Dank, Markus. Ja, dann auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite zur gemeinsamen Session, zum gemeinsamen Vortrag. Ja, ich habe mich eben schon vorgestellt zu meiner Person und ich würde Ihnen euch gerne einen Überblick geben. MSP, wo stehen wir aktuell? Managed Service Provider, was sind so die Gegebenheiten, Herausforderungen und auch wo geht die Reise hin, beziehungsweise was würde ich Ihnen euch empfehlen, um sich vorzubereiten, entsprechend auszurichten? Dahingehend habe ich die Agenda wie folgt aufgebaut, zunächst erstmal drauf zu schauen. Erstmal so ein bisschen Ist-Stand, Herausforderungen, wie ist denn die aktuelle Gemengelage, was sind denn so die Themenfelder, auch Problemfelder oder Situationen, mit denen sich typischerweise der MSP heute schon auseinandersetzt. Welche Möglichkeiten gibt es dahingehend, sich auszurichten, zu positionieren, auch strategisch insbesondere, und entsprechend auch nach vorne gerichtet dann auszurichten, also mit welchen Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen sollte man versehen sein, einmal von der Neuausrichtung, aber auch welche konkreten Fähigkeiten sollte man ausbauen und verfügbar haben, um nach vorne gerichtet, also gut vorbereitet zu sein. Und abschließend dann die Slides oder Kapitel 5 und 6, die Zusammenhänge und wie das Ganze in der Gemengelage zusammen aussieht. Am Ende, Markus hat es schon angesprochen, würde ich mich freuen über Ihre Rückmeldungen, Fragen, dass wir das am Ende der Session dann gemeinsam betrachten. Jawohl. Und ja, ich würde in der Zwischenzeit, dass ich komplett auf die Folien konzentrieren können, würde ich die Webcam in der Zwischenzeit kurz abschalten. Kurze Sekunde, drücke ich hier auf den Knopf, dass Sie die Slides entsprechend gut verfolgen können. So, dann schauen wir, dass PowerPoint funktioniert. Jawohl. Schauen wir uns zunächst mal an, was sind denn so die Gegebenheiten, die Herausforderungen, die ein Managed Service Provider hat. Und das habe ich auch bewusst erstmal allgemein gehalten, dass man sich nicht auf spezielle Märkte, Branchen fokussiert, sondern dass sie das möglichst vielfältig auch reflektieren können. Also als MSP erbringen Sie ja Leistungen und Services für einen beziehungsweise wahrscheinlich für mehrere oder viele Kunden. Und die Kunden erwarten ja von Ihnen nicht nur wie im klassischen Sourcing, dass Sie die Leistungen, die Services erbringen, sondern dass Sie dann auch zusätzliche ja, Inhalte mit dazu abliefern, wie aktives Monitoring der Umgebung, dass Sie also möglichst schnell, flexibel auch
auf die Gegebenheiten, auf Issues reagieren können, Patch-Management auch fortlaufend durchführen, dass immer die aktuellste Software, Betriebssysteme und auch die Patches installiert sind. Und das ist natürlich alles sehr schön für einen Kunden, um möglichst schnell, flexibel, individuell die Dinge zu bekommen. Der Kunde muss sich um nichts kümmern, ja, weil das alles bei Ihnen als MSP Service End-to-End geliefert wird, inklusive auch der ganzen proaktiven Maßnahmen, die im Hintergrund laufen. Das ist schön für den Kunden, der sich um nichts kümmern muss. Allerdings für den MSP stellen sich dafür einige Herausforderungen dar. Ich habe Ihnen das mal exemplarisch, die aus meiner Sicht wichtigsten, dargestellt, dass wir uns die mal gemeinsam anschauen. Und zwar einmal, das ist eine reine Aufzählung, jetzt keine Wertigkeit oder Priorität, sondern erstmal die reine Gemengelage. Erstmal der Wettbewerb. Also als MSP stehen Sie ja typischerweise im Wettbewerb mit mehreren oder vielen anderen Providern, die entweder gleiche oder ähnliche Services anbieten. Das heißt also, dann werden Sie entsprechende mehr oder weniger große Portfolioüberschneidungen haben. Und insbesondere stehen Sie da auch im Wettbewerb mit großen Cloud, mit Public Cloud Providern. Ja, und das sind typischerweise dann die Player, die ja eine große Reichweite haben, also international aufgestellt sind, die auch entsprechend große Skalierungsvorteile haben, die also, wenn neuer Bedarf, neue Anforderungen bestehen, die auch ohne große Ressourcen neu hinzuzubringen, die entsprechenden Services liefern können, vor allem auch schnell liefern können und auch überregional das Ganze entsprechend ihr Portfolio, die Angebote und Leistung bereitstellen können. Ja, also ein wesentlicher Faktor der Herausforderung, im Wettbewerb zu stehen mit Mitbewerbern, vor allem mit großen Cloud-Anbietern, die vorhanden sind. Parallel dazu der Kunde bzw. die Kunden. Und die Kunden, das kennen Sie auch alle, haben ja typischerweise die Erwartung, die Herausforderung, dass auf der einen Seite alles stabil, robust, hochperformant, hochsicher, möglichst 7x24, ohne Ausfallzeit möglichst, ohne dass man Wartung und Support merkt, dass es keine Unterbrechung gibt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber eine aktuell schon und auch zunehmend starke App- und Cloud-Mentalität sich entwickelt hat oder eigentlich selbstverständlich ist. Also, dass man als Kunde sagt, ich drücke auf den Knopf, ich ziehe mir sozusagen den Service, ich lade mir schnell Apps und Funktionalitäten runter, aber bitteschön, das muss dann aber auch direkt funktionieren. Ja, also ich will nicht groß warten, nicht groß installieren, vorbereiten, das muss gleich funktionieren, das muss mit anderen Worten gleich einen Nutzen, einen Mehrwert erbringen. Das muss einfach auch stabil und sicher funktionieren. Und gerade vor dem Hintergrund Punkt 1, dass es ja dann doch einige, mehrere oder viele Wettbewerber gibt, hat der Kunde natürlich dann auch die Auswahl möglicherweise oder wahrscheinlich Angebot und Nachfrage. Und das heißt für den Kunden auch durchaus geringe Hemmungen möglicherweise zu haben, den Provider zu wechseln. Jetzt ist natürlich klar, die Frage ist immer, wie strategisch wichtig, bedeutsam ist der Provider, der MSP für den Kunden, wie sehr ist man in das Business eingebunden. Nichtsdestotrotz, oft ist es ja so, dass gerade die operativ wiederkehrenden Dinge ausgelagert werden vom Kunden auf den MSP, dass sich der Kunde dann auf sein Core-Business konzentrieren kann. Und umso größer ist dann eben das Risiko, denn man muss sich mit der Situation auseinandersetzen, möglicherweise geringe Hemmung seitens der Kunden, den Provider zu wechseln. Und auch als weiterer Punkt seitens der Kunden, dass die Kunden oftmals auch eine Multi-Provider-Strategie haben. Das heißt also, mehrere Provider im Einsatz zu haben, die Dinge zu sourcen, auszulagern und jeder Provider sozusagen Teillieferung, sozusagen einen bestimmten Umfang, kleine dedizierte Service- oder Leistungsumfang bereitstellen. Und der Kunde kombiniert dann die Leistungen der diversen Provider möglicherweise, die angebunden sind, zu einem Gesamtservice oder Metaservices. Ja, also man könnte sagen, das ist im Grunde genommen eine Kombination, die ein Kunde dann vornimmt von Microservices, die er von mehreren Providern, von mehreren MSPs einkauft, zu den Services, die der Kunde dann Richtung Endkunden Bereitstellung einsetzt. Ja, Kunde, also mit der App-Mentalität und auch
der Möglichkeit, schnell wechseln zu wollen. Jetzt sind Wettbewerb und Kunde ja reine externe Betrachtung. Gleichermaßen auch zunehmend vor allem der Punkt, die Herausforderungen im Innenverhältnis, nämlich die Mitarbeiter. Stichwort War for Talents, das kennen wir gerade die letzten Jahre, gerade auch im IT-Bereich. Stichwort Fachkräftemangel. Das heißt, mittlerweile ist es ja so, dass die Mitarbeiter sich die Unternehmen aussuchen. Ja, das heißt, der Arbeitgeber wird zu Bewerber und die Mitarbeiter erwarten attraktive, interessante Arbeitsplätze, eine gute Kultur, ein gutes Miteinander, vor allem aber auch der Entwicklungsmöglichkeiten. Insofern muss sich der Provider, der MSP, damit auch natürlich im Innenverhältnis auseinandersetzen, wie kann es mir denn gelingen, die Teams zu motivieren, beziehungsweise vor allem auch möglichst mittellangfristig zu halten. Denn klar, jedes Wissen, das aufgebaut ist, wenn man dann zum anderen sich ein anderes Unternehmen sucht, das ist einfach Wissen, Erfahrung, das weg ist und das typischerweise dann auch nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, also auch der Blick nach innen, ganz, ganz wichtig, auch und gerade im IT-Bereich. Ja, und der letzte Punkt, der wird mitunter so ein bisschen nachgelagert betrachtet, weil das erstmal nichts ist aus einer MSP-Sicht, was Gewinn macht, weil ein MSP natürlich immer als Profit Center auf Gewinn, auf Umsatz sich konzentriert, natürlich dort der Kunde im Mittelpunkt steht, aber regulatorische Anforderungen, Rules, Regulations, das heißt, mit der Regulatorik verdient ein MSP erstmal kein Geld, aber das ist eine Grundvoraussetzung. Denn je nachdem, welche Märkte, Branchen ich bediene als MSP, um diese Dinge erbringen zu können, muss ich ja bestimmte Anforderungen erfüllen. Jetzt kann ich als MSP meine Leistungen selbst erbringen, im ja, eigenen RZ, ja, also ein Hosting anbieten. Ich kann es im RZ des Drittanbieters leisten, aber auch des Kunden. Und auch da auch immer die Frage, je nachdem, in welcher Konstellation ich was erbringe oder auch künftig erbringen werde, welche regulatorischen Anforderungen sind notwendig? Und die sind nicht weniger geworden. Im Gegenteil, Herr Tritschler wird ja nachher dann auch noch dazu berichten in seinem Vortrag, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja, insofern ist das Thema Regulatorik auch ein wesentlicher Punkt, mit dem man sich als Provider auseinandersetzen muss. Also in Summe, der MSP steht von allen Seiten unter Druck, intern wie extern, stellt sich die Frage, was machen wir denn damit? Zerbrechen, härter werden? Nein, klar, aber die Konsequenz ist dann, wir müssen uns weiterentwickeln. Und zwar müssen wir dort ansetzen, wo ja die größten Bedarfe, man könnte auch sagen Defizite bestehen, um dort noch besser vorbereitet zu sein. Ja, welche Varianten gibt es, sich als MSP zu positionieren? Und ich habe Ihnen das mal dargestellt, auf der linken Seite so ein bisschen der Blick zurück, so die Retrospektive, wie war das denn bisher? Und dann im nächsten Schritt auf der rechten Seite, wie ist denn die Ausrichtung, die Zukunft? Und in ja, der klassischen Sicht, so der Vergangenheit, kann man sagen, so hier unten auf der einen Achse, Scope, Qualität, Individualität, so die Fragestellung, naja, in welchen Branchenbereichen biete ich denn welche Inhalte an? Also was ist der Scope, der Umfang, den ich adressieren will? Will ich besonders hochqualitativ, wertvoll, edel auftreten und das anbieten oder eher in die Breite gehen? Will ich eher ein Generalist sein, in die Breite das liefern oder eher sehr individuell, sehr spezifisch mich ausrichten? Welche Märkte, Segmente, welches Portfolio für wen, in welchem Umfang? National, international, das sind alles so die Dinge, die man sich als MSP Gedanken macht, ja, strategisch. Und auf der anderen Seite, Stichwort Profit Center, was kostet mich das als MSP und welchen Preis mache ich auf? Ja, und je nachdem, wo ich mich praktisch, ja, strategisch positioniere, kann ich vom Low Budget Nische, dass ich einen speziellen USP, dass ich sage, ich spezialisiere mich, ich habe so bestimmte Alleinstellungsmerkmale, spezielle Nischenpositionierung oder wirklich hochpreisig Premium-Produkte, die ich anbiete. Ja, und die Frage natürlich auch immer, das ist dann natürlich nicht in Stein gemeißelt, das, was man ursprünglich als Strategie definiert und umsetzt, auch immer auf dem Prüfstand zu halten. Wie beständig ist das denn? Man könnte auch sagen, wie haben sich denn die Rahmenbedingungen und auch die Märkte und die Bedarfe verändert?
Ja, insofern ist das so ein bisschen der Blick zurück, die Vergangenheitsbetrachtung. Der viel spannendere Blick ist, was heißt das denn heute beziehungsweise auch in Zukunft? Und um schon mal vorwegzugreifen, die bestehende Betrachtung, die reicht nicht mehr aus. Wir haben auf der einen Seite eine noch stärkere Kundenausrichtung, also noch viel mehr drauf zu schauen, welche Inhalte, in welchem Umfang will in welcher, wann und wie kurzfristig ein Kunde oder die Kunden haben. Allerdings werden die Themen wie Kundenorientierung, Qualität, Operational Excellence, die werden vorausgesetzt. Also das ist ein Stück weit, könnte man sagen, ein Stück weit ein Basisfaktor. Ja, das muss ganz einfach da sein. Das sind die Dinge, die Kunden voraussetzen. Was für Kunden vor allem ganz besonders zusätzlich wichtig ist, ist das Thema Veränderungsfähigkeit. Das heißt, Kundenbedarfe verändern sich und zwar sehr viel häufiger und vor allem auch sehr viel schneller. Und jetzt ist die Frage, wie geht mein Provider damit um? Wie veränderungsfähig ist er damit? Aber auch daneben sich die Frage zu stellen, insofern man sieht das so ein bisschen dreidimensional, also mehrdimensional aufgetragen, also insofern auch die Frage, neben der Flexibilität, Veränderungsfähigkeit und auch der Ausrichtung an den Kundenbedarfen, auch die Fragestellung, welche Verantwortung habe ich nach innen und nach außen? Ja, also fangen wir mal beim Thema Mitarbeiter an. Das hatten wir auf der vorherigen Seite ja schon, Stichwort War of Talents, dass man den Teams ja Möglichkeiten gibt, Chancen gibt, dass sie Spaß, Freude, auch Erfüllung, Motivation an der Arbeit haben, dass sie auch einen Sinn in dem sehen, was sie tun, wie sie es tun und vor allem, dass sie auch mehr Eigenverantwortlichkeit und Flexibilität haben. Denn am Ende sind es ja die Teams, die Mitarbeiter, die die Leistung des MSP planen, gestalten und liefern. Ja, das ist ja nicht der CIO oder CEO und das Management, sondern das sind ja die Teams, die das Ganze entwickeln und kontinuierlich liefern. Aber auch gleichermaßen Verantwortung für die Gesellschaft. Das sind dann die Themen, Richtung Sustainability, Nachhaltigkeit, dass man also auch langfristig das Ganze bereitstellt. Auch Themen wie Ressourcennutzung. Social Responsibility, dass man also auch so an die Gesamtheit, an das übergeordnete große Ganze denkt, das sind Themen, mit denen sich ein MSP auseinandersetzen muss. Also in Summe kann man sagen, man sieht schon bildhaft aus einer eher ja, klassischen, bildlich zweidimensionalen Darstellung, ist es hier mehrdimensional und damit will ich einfach sagen, die Komplexität ist gestiegen. Und das sind die Rahmenbedingungen, das sind die Inhalte, die Anforderungen, die Märkte, die Gegebenheiten. Am Ende sind es Chancen, vor allem natürlich auch für den Provider. Es ist mehrdimensional, die Komplexität ist gestiegen. Insofern ist auf den nächsten Seiten die Frage dann, die ich zu beantworten versuche, wie gehen wir damit um oder was ist die Empfehlung dahingehend? Sie können diese Sicht ja alleine mal dazu nehmen, um zu reflektieren. Wie sehr sind Sie sich dessen aktuell schon bewusst? Wo sind Sie schon sehr gut? Wo sehen Sie Veränderungsbedarfe, Handlungsbedarfe? Und wie sind Sie denn vorbereitet, um damit umzugehen? Ja, also wie sehr haben Sie das heute schon auf dem Radar? Haben vielleicht sich auch schon eine Planung erstellt, eine längerfristige, um sich entsprechend aufzustellen, vorzubereiten und sich weiterzuentwickeln? Ja, stellt sich die Frage. Komplexität, Ausrichtung, die bestehende Denkweise oder Ausrichtung Richtung Preis und Qualität, Scope, Inhalt, das reicht nicht mehr aus. Stellt sich dann die Frage, welche Dinge muss ich denn grundsätzlich auf dem Radar haben? Und um jetzt noch nicht auf irgendwelche Frameworks, Methoden etc. Einzugehen oder anzusprechen, habe ich das jetzt mal hier in ja, vier Quadranten aufgetragen. Das heißt, wir sehen zum einen im Rot beschrifteten, das sind so von diesen dreidimensionalen Dingen, die notwendig sind, Veränderungsbereitschaft, Kundenausrichtung und die Verantwortung nach innen und nach außen. Das sind die Dinge, die wir auf dem Radar haben müssen. Stellt sich die Frage aus einer Metasicht, was müssen wir denn berücksichtigen? Und das sind vier Dinge. Diese vier Dinge sind jetzt im Folgenden keine Reihenfolge oder Aufzählung. Das ist eine reine Aufzählung. Also jetzt keine Priorität der Umsetzung oder der Lieferung.
Ein Bestandteil, der wichtig ist, zunächst mal, aber das kennen Sie auch grundsätzlich alle natürlich, ist das Thema Prozesse, Prozesse, Abläufe, Strukturen. Anders als in der Vergangenheit oder im Klassischen könnte man sagen, gerade auch im Servicebereich, in der Servicelieferung, sind die Prozesse, die einzelnen Abläufe, Aktivitäten gut, wichtig. Am Ende ist für den Kunden oder das sind die Prozesse für den Kunden erstmal sekundär. Das den Kunden interessiert immer der Service end-to-end. Stellt sich die Frage, wie kann ich die richtigen Services auswählen und wie kann ich die liefern? Und dahingehend ist es wichtig, sich neben den Prozessen oder über die Prozesse hinaus, kann man sagen, mit Themen wie Wertströmen, Value Streams zu beschäftigen. Das sind im Grunde genommen, das ist wie eine Metasicht, in der man sich die Frage stellt, was muss ich denn eigentlich tun, um mich als MSP eine Transition und Onboarding durchzuführen, um Services zu liefern, um Services zu verbessern? Ja, ich brauche immer mehrere, vielleicht viele Prozesse, aber die Frage ist, wie viel brauche ich in welcher Form an Prozessen? Am Ende des Tages sind es die Services, die Produkte und die Wertströme, die das Ganze erst möglich machen. Insofern die Empfehlung, Ausrichtung, Erweiterung auf die Wertströme. Technologie und Information. Ja, Technologie, Tools, Technik, Schnittstellen sind weiterhin wichtig, sind umso mehr wichtig, auch mit Blick auf die Zukunft. Sie können Dinge automatisieren, Sie können digitale Produkte, Services liefern, Sie können aber auch durch technologische Nutzung neues Business, neue Services erbringen. Insofern überlegen Sie, wo, in welchem Umfang Sie noch cleverer, noch intelligenter die Technologie einsetzen können. Immer mit der Frage oder mit der Antwort auf die Frage, Nutzen, Mehrwert für die Kunden zu liefern. Und die Technologie, also die als Enabler, als Multiplikator, als unterstützende Schicht oder ja, Methodik auch einzusetzen. Ein MSP kann Services alleine liefern. Oftmals bedient sich der MSP der Services anderer Lieferanten. Man muss auch als MSP nicht alles selber machen, ja, aufs Kerngeschäft konzentrieren. Und je mehr Lieferanten Sie einsetzen, je mehr Lieferanten, Supplier, umso wichtiger ist es dann auch im Schulterschluss, also in der Partnerschaft, das herzustellen, dass Sie in der Lieferkette zum Kunden keine Brüche haben. Denn am Ende ist dem Kunden egal, wenn etwas mit Ihrer Lieferung nicht in Ordnung ist, ob das bei Ihnen im Innenverhältnis hakt oder ob das beim ersten, zweiten, dritten oder vierten Supplier in Ihrer nachgelagerten Lieferkette hängen. Der Kunde kauft es von Ihnen ein. Insofern richten Sie sich auch mit Ihren Third Parties noch mehr auf Partnerschaften ein, um gemeinsam Wertschöpfung zu schaffen, bezogen auf Ihre Kunden. Und am Ende des Tages sind es immer die Menschen und die Organisation, die das liefern. Und Mensch und Organisation ist noch wichtiger, kann man sagen, war es schon immer, aber noch wichtiger in der Gesamtbetrachtung, weil nach wie vor natürlich die Menschen das Ganze planen, liefern, die Fähigkeiten haben, aber vor allem es darum geht, wir hatten vorher das Thema Veränderungsfähigkeit, das muss ja erstmal in die Teams rein. Das heißt, die Teams zu befähigen, schneller, agiler, flexibler die Dinge leben zu können. Und das bedeutet am Ende des Tages auch mehr Freiheiten den Teams zu geben, die Menschen aber auch erstmal zu befähigen. Zu befähigen. Wie kann ich mich denn selbst organisieren, strukturieren und die Dinge auch flexibler ausgestalten? Ja? Also diese vier Dinge sind Kernbestandteile, so aus einer Metasicht. Alle vier Dinge wichtig und alle vier Dinge verstehen Sie es immer als Gesamtverbund, als System, dass das sauber aufeinander ausgerichtet ist. Am Ende sind diese vier Dinge auch immer die Basis, Sie können auch sagen, Erfolgsfaktor für Ihre Produkt- und Servicelieferung, damit auch für die Kundenzufriedenheit fortlaufend. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber was heißt das denn jetzt konkret? Welche Themenfelder sollte ich denn konkret auf dem Radar haben oder mich damit auseinandersetzen, um genau die auf der vorherigen Folie genannten vier Dimensionen oder Bestandteile abdecken zu können? Und da habe ich Ihnen ja mal die aus meiner Sicht wichtigsten Bestandteile rausgestellt. Auch das ist hier eine Aufzählung, also keine Reihenfolge. Der erste Punkt, Service Management. Am Ende liefern Sie ja Services. Das heißt, Sie müssen sich die Frage stellen, welche Produkte
liefern Sie bzw. welche Produkte bündeln Sie zu welchen Services? Ja, was ist Ihr Serviceportfolio? Wie stellen Sie sich auf? Wie soll der Service oder die Services mit Ihren Kunden zusammen Wertschöpfung erzeugen? Ja, das heißt, nutzen Sie Service Management, nutzen Sie vor allem dabei ITIL 4, was sich vom Umfang deutlich, deutlich noch mehr verbreitert hat und Ihnen vor allem noch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt Richtung Veränderungsbereitschaft, Flexibilität. Ja, dieses relativ starre Gerüst, das wir bisher hatten, bis Anfang 2019 mit diesen 5 Phasen, ist komplett aufgelöst. Sie haben deutlich, deutlich mehr Richtung Flexibilität, agile Strukturen, agile Denkweisen, Veränderungsmöglichkeiten mit im Service Management integriert. Und das brauchen Sie, wie gesagt, um schnell reagieren zu können. Das geht auch einher mit dem nächsten Punkt. Insofern sieht man, die Punkte, die spielen auch zusammen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist am Ende immer die Gesamtheit der Dinge, der Fähigkeiten, die Ihnen helfen, die Sie weiterbringen und damit auch die Kunden dann auch zufriedener machen. Agilität, das ist genau der Punkt Veränderungsfähigkeit. Für den Kunden, wir hatten gesagt, Cloud-App-Mentalität, die wollen nicht warten, die wollen nicht x Tage, Wochen, Monate warten, die wollen die Dinge schnell, flexibel. Das heißt, wie gehen Sie damit um? Proaktiv statt reaktiv, agile Strukturen, die Sie etablieren, sowohl von der Systematik, von der Vorgehensweise, vor allem in den Menschen, in den Köpfen das Ganze zu verankern. Und vor allem immer auch die Stakeholder, die Kunden einbeziehen. Stichwort Feedback, Feedbackschleifen, immer schnell liefern, Feedback aufnehmen, Zufriedenheit nachjustieren dort, wo sinnvoll und notwendig. Also am Ende ist es Time to Market bzw. Time to Value, das für die Kunden im Vordergrund steht. Ja, die interessiert nur, über welchen Service oder wie gut funktionieren die Services und Produkte, damit der Kunde bei seinen Endkunden Wertschöpfung erzeugen kann. Das ist immer der Hauptfokus des Kunden und damit auch Ihrer. High Velocity, das Thema ja, Speed, Geschwindigkeit. Ich habe es genannt, Sie können digitale Technologie einsetzen, um das Business zu unterstützen oder Sie können auch neue digitale Services erzeugen, Stichwort Digitalisierung. Das setzt voraus Speed, Geschwindigkeit. Deshalb High Velocity. Und zwar nicht nur in Prod, sondern von der Idee über Entwicklung, Build, Test, Release, Deployment, also über die komplette Lieferkette. Also stellen Sie sicher, dass diese High Velocity sich nicht nur auf Prod bezieht, sondern es muss ja über die von Dev bis zu Ops und dann bis zu Verbesserungen, Improvement und nachgelagert alles durchgehend sauber durchlaufen. Ja, überlegen Sie auch, welche neuen Geschäftsmodelle sind dahingehend nötig, beziehungsweise auch möglich. Wir haben gesehen, auf ja, ein, zwei Folien vor, die Komplexität ist größer geworden. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, nehmen wir es hin, wie es ist, oder, und da kommt Lean Management ins Spiel, kann ich die Komplexität rausnehmen? Komplexität rausnehmen, Lean Management, sehr, sehr zu empfehlen, auch im Bereich der Serviceerbringung. Das ist ja schon seit ganz vielen Jahrzehnten in der Produktentwicklung, Produktlieferung etabliert. Aber Prinzipien und Methoden zu nutzen, um die Wertschöpfung effizienter zu gestalten, also die Prozesse noch mehr zu schauen, was ist wertschöpfend? Abläufe verschlanken. Was ist wertschöpfend? Dinge, die nicht wertschöpfend sind, also Verschwendungsinhalte herauszunehmen, zu filtern und damit Komplexität zu reduzieren. Am Ende dankt es Ihnen der Kunde, denn je mehr Sie die Komplexität reduziert haben, umso mehr können Sie sich auf Ihr Business und vor allem auch auf den Kunden konzentrieren. Und bezogen auf den Preis, Ihre Kosten können Sie reduzieren und damit auch einen besseren Preis aufmachen und sich vielleicht auch besser noch abgrenzen können von Marktbegleitern. Ja, wie kommen Sie denn zu tollen, cleveren Ideen? Ja, Kreativitätstechniken gibt es einige, aber sehr zu empfehlen, Design Thinking passt vor allem auch sehr gut zu den anderen Methoden, Ansätzen und Frameworks zusammen. Ja, ist ein Kreativprozess zur Ideenfindung, wird sehr viel eingesetzt zur Produktentwicklung, können Sie aber auch auswählen und anwenden, wenn es Richtung Service, Auswahl, Optimierung, Ausgestaltung geht. Und wir sind ja im Bereich agile Umfeld und Maßnahmen, Veränderung, Thema OKR, Objectives and Key Results. Das heißt ja als,
ja, Methode als Rahmenwerk, kann man sagen, um die Organisation, gerade agile Organisation, auszurichten, zu steuern, zu lenken und immer auf konkrete, messbare Ergebnisse zu fokussieren. Also in Summe, denken Sie an die Fähigkeiten, die Sie heute schon haben. Wo gibt es Verbesserungsbedarfe? Nutzen Sie diese Dinge zum Reflektieren und nutzen Sie die Werkzeuge und vor allem betrachten Sie das immer in einem ganzheitlichen, also in einem systemischen Ansatz. Es bringt Ihnen nichts, wenn Sie in ein, zwei, drei Punkten sich super optimiert haben, aber andere Dinge vernachlässigen. Am Ende merken Sie es immer oder vielmehr der Kunde an der ja, Produkt- beziehungsweise Service-Lieferung oder an Geschwindigkeit, Qualität, Zuverlässigkeit oder ähnlichen Dingen. Ja, wie stellt sich das Ganze dar? Das sind wir auch aus zeitlichen Gründen vor allem auch schon ein bisschen Richtung Ende der abschließenden Folien, bevor wir auf die Fragen eingehen. Die Zusammenhänge nochmal. Auf der linken Seite, Sie sehen, nutzen Sie die Technologien, die Möglichkeiten, setzen Sie es vor allem aber immer in den Kontext. Was wollen die Kunden? Was ist Wertschöpfung für den Kunden? Betrachten Sie das immer aus der Kundenperspektive. Innovation, ja, vorausschauend, proaktiv das Ganze zu betrachten. Schauen Sie auch, wie Sie Technologien noch cleverer, intelligenter, smarter nutzen können, um auch vielleicht neue Businessmöglichkeiten wahrzunehmen, sich auch abzugrenzen, Stichwort USP. Und auch schauen Sie, dass Sie mit Ihren Lieferanten entsprechende Partnerschaften etablieren. Umso mehr, je wichtiger, je bedeutender diese Third Parties sind für das Business, das Sie für Ihre Kunden erbringen. Und ja, in der Mitte habe ich mal dargestellt, das ist nochmal so ein bisschen in der Zusammenfassung, Möglichkeiten für Frameworks, Ansätze, Methoden. Entwickeln Sie nicht das Rad neu, sondern setzen Sie auf Methoden auf. ITIL 4 für Service Management, ich hatte es genannt, Design Thinking, Projektmanagement mit Prince2 vor allem, Prince2 Agile, weil es ja darum geht, sehr schnell, sehr flexibel in entsprechende Umsetzungsmaßnahmen reinzugehen. Scrum, wenn es Richtung agile Ausgestaltung, Ausprägung geht, um Produkte zu entwickeln. Sie werden dann feststellen, wenn Sie vielleicht viele oder sehr viele Teams haben, agile Teams, wie bündeln oder vielmehr, wie steuern Sie und wie richten Sie die ganzheitlich aus? Da sind Sie dann schnell auch bei Dingen wie Safe, Nexus Less etc., um ja, Ihre Agilität in der Breite auszurichten und OKR, ich hatte es genannt, Richtung agile Steuerung, agile Führung. Ja, insofern nutzen Sie das, reflektieren Sie das, vor allem kombinieren Sie das smart, clever, um immer mit dem Kundenfokus gut beziehungsweise optimal ausgerichtet zu sein. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, auf einer Folie, wir hatten gesehen, Stichwort VUCA, wir sind in ja, sehr stark verändernden Gegebenheiten, Rahmenbedingungen, Märkte, Kunden, Regulatorik, Mitbewerber etc. Nutzen Sie die neuen Methoden, die bestehen, kombinieren Sie die. Die Methoden sind am Ende aber immer ein Werkzeug. Und zwar nutzen Sie es immer so bezogen auf die Frage, wo stehen Sie, wo wollen Sie hin, wie kommen Sie dorthin? Also immer ergebnisbasiert und vor allem auch aus der Kunden- und aus der Marktperspektive. Und am Ende, es bleibt dabei, das wird umso wichtiger, sind es ja immer die Menschen, die Prozesse, Technologien, die Dinge entwickeln, bereitstellen, betreiben. Nehmen Sie weiterhin und umso mehr die Teams in den Fokus, richten Sie sich auf, schaffen Sie Möglichkeiten und vor allem befähigen Sie Ihre Teams entsprechend sich so auszurichten, denn das sind ja die Teams, die am Ende die Services und die Produkte liefern und geben Sie den Teams, den Menschen auch den Rahmen, die Möglichkeit, das auszugestalten, wenn Sie starre Strukturen belassen. Dann muss man sich nicht wundern, wenn dann auch starre Abläufe gelebt werden. Also geben Sie auch die Flexibilität, die Freiräume an die Teams und bereiten Sie die Teams auf die entsprechenden Inhalte vor. So, jetzt schaue ich, dass die Kameraübertragung wieder aktiviert ist. Jawohl. Und jetzt habe ich einiges erzählt. Jetzt, Markus, würde ich
die Frage an dich richten: Gibt es Fragen, die gestellt wurden, auf die ich noch eingehen Tatsächlich sind ein sollte? paar Fragen reingekommen. Erstmal, Michael, vielen Dank für den Einblick. Es ist schon ein Mords-Spannungsfeld, in dem sich die MSPs bewegen. Du hast auf der einen Seite gesagt, eine High Velocity, mit vielen Veränderungen in kurzem Zeitraum, hohen Durchsatz herzustellen. Gleichzeitig erwartet der Kunde aber auch hohe Verfügbarkeiten und Einhalten aller möglichen SLAs. Und das Ganze noch aus der Customer Experience heraus oder mit der Customer Journey zu betrachten. Was mir aber immer wieder auffällt, ist den Reifegrad, viele Kunden haben ja den Reifegrad gar nicht, ne, was Prozesse, Rollen und so weiter angeht. Und was machen die? Die holen sich einen MSP, um sich den Reifegrad praktisch zu kaufen. Ja. Und das heißt also, die MSPs müssen vorneweg sein. Ja. Das glaube ich, das ist ein bisschen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ich habe hier tatsächlich eine Frage. Und zwar ist die Frage, wir stehen ganz am Anfang des MSPs aufzubauen. Wo fange ich am besten an? Ja, gute Frage. Also ich sage jetzt mal, es sind ja immer zwei, es sind immer zwei Sichten. Die eine Sicht, also sozusagen outside in, inside out, also die eine Frage ist, was ist der Bedarf? Also aus der Außensicht, aus der Kundenperspektive, welche Bedarfe, welche Märkte bestehen, welche Chancen, welche Möglichkeiten bestehen erstmal am Markt? Was wollen die Kunden eigentlich haben? Ja, wer sind die Kunden? Was wollen denn die Kunden haben? Das ist sozusagen die Außensicht. Die andere Seite ist, was bin ich denn als MSP? Worauf will ich mich konzentrieren, wahrgenommen werden? Will ich mich speziell auf bestimmte Branchen, Bereiche, auf bestimmte Services, also wie groß, wie breit soll mein Portfolio sein oder wie fokussiert soll das Ganze sein? Also auf der einen Seite zu schauen, die Chancen, die Möglichkeiten, die Nachfragen, die am Markt bestehen. Auf der anderen Seite natürlich im Innenverhältnis zu schauen, wo stehe ich, welche Fähigkeiten, was habe ich überhaupt auch für Möglichkeiten. Denn es muss ja auch realistisch perspektivisch sein, dass ich das an Bedarf, was besteht, mit den Menschen und Fähigkeiten zumindest perspektivisch auch liefern kann. Ja, also dort erstmal so ein bisschen das Gap herauszufinden, Demand, Bedarf auf der einen Seite und Möglichkeiten, auch Lieferfähigkeiten, die man schon hat oder herstellen kann. Und das Ganze, ich sage jetzt mal bildlich gesehen, auch zu schauen, wie sehr überschneidet sich das. Ja, das heißt, wie viel kann ich schon abdecken oder wo ist auch das Gap der Möglichkeiten? Also wo muss ich noch nachlegen? Was muss ich noch verbessern? Parallel dazu natürlich auch zu schauen, wie viele Mitbewerber gibt es? Denn ich sage jetzt mal, der Grenzfall wäre natürlich, wenn ich irgendwo einen Bedarf habe am Markt. Ich bin noch ganz, ganz am Anfang. Ich sehe, dass ich bestimmte Möglichkeiten habe, aber es gibt schon ganz, ganz viele Provider, die das Ganze abdecken. Dann stellt sich die Frage, bin ich ein weiterer, der sozusagen im Markt mit dabei ist? Oder, das wäre dann die Empfehlung, was sind meine USP? Also was sind meine abgrenzenden Fähigkeiten? Also wie will ich mich von dem, was ich mache, wie ich es mache, inhaltlich, qualitativ, auch preislich vom Auftreten, wie will ich mich abgrenzen? Ja, also insofern ist es die Frage Bedarf, Demand, Opportunity auf der Marktseite, Kundenseite, im Innenverhältnis, was kann ich, was habe ich, welche Möglichkeiten habe ich heute schon perspektivisch. Benchmarking, Vergleich zu Mitbewerbern, sich sozusagen das Delta anzuschauen und dann anzuschauen, welche Möglichkeiten gibt es und vor allem auch, wie kann ich mich abgrenzen von Mitbewerbern. Und dann auch die strategische Frage, will ich das Ganze alleine liefern? Das, was ich so als Lösungsraum oder als Portfolio mir vorstelle, will ich das alleine als MSP erbringen, sozusagen intern alle Ressourcenfähigkeiten aufbauen, oder konzentriere ich mich, spezialisiere ich mich und gehe bestimmte, vielleicht rein operative Dinge an entsprechende Third Parties aus. Also das sind mal so aus einer kurzen Metasicht so die ersten Dinge, die ich in jedem Fall angehen würde. Ja, aber auf jeden Fall immer ganzheitlich und nicht operativ einfach mal loslegen. Das passiert, wenn man ein sehr komplexes Thema in 45 Minuten zusammenfasst. Ja, ja. Ich hoffe, das Das hat die Frage hast du soweit auch gesagt mit beantwortet. der Marktpositionierung. Ne? Damit hast du ja angefangen zu sagen, auch was möchte ich bedienen, wen möchte ich bedienen, wie positioniere ich mich auch zum Beispiel zu den Hyperscalern wie Amazon oder Microsoft. Da kommen wir aber nachher noch drauf. Wir haben ja um 13:30 Uhr unsere Podiumsdiskussion, da bist du ja auch noch dabei.
Und da reden wir ja ein bisschen über den MSP 2025. Also da werden auch diese Themen, wie muss man sich positionieren, welche Spielrolle spielen diese Hyperscaler, was für Rollen brauchen wir da, da werden wir das Thema noch weiter aufgreifen. Michael, erstmal soweit, vielen Dank für deinen Vortrag.